Körperteile. Achtung, menschliches Gewebe zur Transplantation bitte mit Vorsicht behandeln. Wir schreiben den 13. Dezember 2019 und während die 13 für manche Leute eine Unglückszahl bedeuten könnte, bedeutet sie doch für uns nur ein weiterer wundervoller Tag im Adventskalender, Adventskalender, an dem wir gemeinsam hier an diesem kleinen Tischlein sitzen und ein paar Türchen gemeinsam öffnen, zusätzlich ein feines Heißgetränk genießen, ein wenig Geschichten vom Weihnachtsmann erfahren, mit Elektronik und Zauberei herumspielen, Lego bauen, es ist einfach alles mit dabei, aber am wichtigsten ist natürlich, dass ihr mit dabei seid und eine zweite weitere kleine Kugel hier am Weihnachtsbaum. Ich bin mal gespannt, wie viele der aushalten wird. Ich habe die Drohung wahrgemacht und mir eine Liste für den Coffee Brewer Adventskalender erstellt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir, glaube ich, wirklich bis auf einen, vielleicht zwei, aber eher einen Kaffee, ich bin die Videos nochmal durchgegangen, wirklich schon alle Cafés probiert haben. Das heißt, ich werde mit dem Plan gehen, dass wir jetzt die Heißgetränke vom Rentner-Adventskalender verbraten. Das heißt, das hier ist jetzt eher ein Geschichten-Adventskalender. Ich werde natürlich die Cafés nicht wegschmeißen, sondern dann halt beim Schneiden oder so mir mal reinbrettern, je nachdem, wie das halt aussieht. Am 13. Dezember ist der Weihnachtsmann von einem Greenscreen, steht er da natürlich rum. Als YouTuber muss ich das so betiteln. Ho, 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 now we're talking a cool calendar gift. Ah ja, das wird jetzt hier langsam zu ganz, ganz krasser Eigenwerbung, die dieser Kalender betreibt. Und der Kaffee kommt aus Peru. In meiner Liste steht, den hatten wir am 3. Dezember. Also hier kurz zum Angucken die ganze Geschichte. Und was dann halt passiert damit, ist, dass diese Geschichte gar nicht mehr weiter irgendeinen Platz findet. Das heißt, ich mache mir jetzt heute etwas aus dem Rentner-Adventskalender. Ich habe mir da schon mal welche rausgelegt und ich würde dann einfach mal das nehmen, worauf ich eigentlich grundsätzlich am wenigsten Bock hätte, nämlich heißer Holunder, aber mit Vitamin C und Magnesium soll ja zumindest gesund sein. Ne? Komm mal mit, Tässchen, machen wir das mal hier, die ganze Lauge. Alter, wie es hochschäumt. Guckt euch mal an, wie das hier abblubbert. Schaut's euch an. Das ist richtig am Abblubbern. Also als Rentner hätte mich das jetzt vielleicht schon schockiert. Wenn ich mir schon was aus dem Rentner-Adventskalender rausgezogen habe, dann kann ich eigentlich auch gleich mit dem weitermachen. Bitte kein Getränk. Das können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Ich mache jetzt schon Getränk. Es ist, ich fasse es nicht. Es ist Blütentracht-Honig. Wieder von der Bienenwirtschaft Meißen. Ich erinnere mich gut an diesen glorreichen Tag, als ich mir hier ein Honigbrot zusammengeknuspert habe. Nur dieses Mal ist es kein cremiger Honig, sondern ein flüssigerer Honig. Und man kann das ganz gut erkennen, dass es halt eben nicht diese cremige Konsistenz, sondern die sehr farbintensive, goldgelbe, flüssige. Jetzt habe ich einmal das mit dem Brot nicht im Vorfeld komplett organisiert. Ne? Ich weiß nicht, ich habe noch was da. Ich habe hier noch eine Käselaugenstange. Das ist das Einzige, was ich gerade an frischem Gebäck da habe. Alles andere müsste ich auftauen. Das heißt, ich werde das jetzt so machen, dass ich versuche, den Käse zu entfernen. Und so habe ich dann am Ende vielleicht eine kleine Laugenschnitte. Das ist genauso stellt man sich dann ein tolles Frühstück vor. So, aber ihr seht das Konzept. Das ist ganz klar. Und ich habe auch wirklich Bock auf die. Käselaugenstangen, Alter. Oh, jetzt mache ich das einfach. Das wird halt jetzt richtig dick gehonigt. Man sieht aber schon, das ist eben diese ganz flüssige Konsistenz, was man auch gut sich ein bisschen. Ich probiere mal kurz so den Holunder. Weil er ist schon sehr süß. Sonst hätte ich jetzt gesagt, das stand glaube ich auch da auf der Verpackung hinten drauf, rein mit dem Honig in das Holundergetränk. So, jetzt haben wir hier zumindest so eine Schnitte. Haben wir hier da. Da, guck mal. Sieht das nicht toll aus? Wirklich toll angerichtet habe ich das. Ne? Das ist eine ganz grandiose Kombination. Jetzt hat man quasi was Süßes. Ich schmecke keinen Käse.
oder sagen wir wenig Käse. Ich fand den vorherigen schon besser, aber ist auch eine Geschmacksfrage. Es ist trotzdem auch ein guter Honig. Und auch eine sehr tropfende Angelegenheit. Also cremiger Honig finde ich auch die sicherere Variante. Und zum Nachtisch? Ein bisschen Käse. Köstlich. Perfekt. Eine tolle Kombination. Eine Käsestange mit Honig. Da denken die Leute einfach gar nicht mehr dran, weil ihr zu verkopft seid. Vom Holundergetränk? Wobei, jetzt ist es gar nicht mehr so süß. Bin ich aber eigentlich sogar ganz gut überzeugt. Wir haben noch einen guten Rest da. Da kann da 1A rein. Gut, zielen ist natürlich wichtig. Oh ja. Jetzt hat man nur so ein bisschen mehr Süße drin. Könnte man natürlich auch... Oh Gott! Oh. Auf den Schrecken erstmal ein Lego-Set. Das ist ganz wichtig. Heiwitzka, da wäre es aber gerade fast richtig nice gescheppert, wäre es fast richtig nice, wäre auch goldig. Sieht immer manchmal so aus, als hätte man irgendwelche vergessen, aber das kann natürlich nicht der Fall sein. 13, auch so ein bisschen eine magische Zahl, aber es ist das Banner von Ravenclaw. Da brauche ich keine Anleitung für, das kann man freestylen, wie manch anderer sagen würde. Ist das korrekt, wie ich das aufgebaut habe? Ja, 1A. Da gibt's nichts zu meckern. Das Banner von Ravenclaw. Völlig unterschätztes Haus, würde ich mal fast sagen. Eigentlich ganz cool mit dem Raben und hier diesem Blau und eben auch wieder dem Silber. Also eigentlich eine ganz nette Kombination. Das Banner begleitet uns natürlich auf unserer weiteren Reise durch diesen Tag. Ebenso wie der Magic Adventskalender, den ich hier mal wieder... Unten. Ach, man kann ihn nicht lautlos rausziehen. Er ist einfach zu groß. Er kratzt über dieses Holz. Ich werde noch auf ewig Kratzspuren in diesem sündhaft teuren Regal vorfinden. Ja, der hier hat eine etwas enttäuschende Serie hingelegt. Vielleicht wird die 13 da was dran ändern. Es sieht sowas sieht aus wie was zum Verarzten. Das wäre ja mal ganz sinnvoll gewesen, als ich mich hier fast mit der Glasampulle ermordet habe. Körperteile. Achtung, menschliches Gewebe zur Transplantation bitte mit Vorsicht behandeln. Ich wurde hier richtig weggebreakt. Da steckt man bestimmt gleich seinen Finger rein. Schön mal nach vorne gehalten hier. Könnte man auch wahrscheinlich seine Yu-Gi-Oh! Karten gut so deckmäßig drin lagern. Der Spenderfinger. Also ich soll da ernsthaft übrigens Ketchup reinballern. Das werde ich jetzt mal lassen. Da ist das Ding doch sofort... Ist er sofort mürbe? Erzähle den Opfern deines Streichs, dass du eine Box zur Aufbewahrung von Körperteilen gefunden hast und fordere sie auf, mit dir zusammen in die Box hineinzuschauen. Was fährt denn der Kalender jetzt für einen Film? Öffne die Box dann langsam, sodass alle Zuschauer alles gut sehen können. Halte deinen Finger ganz still. Wenn du die volle Aufmerksamkeit hast, erschrickt deine Zuschauer, indem du anfängst, deinen Finger zu bewegen. Was ist denn? Haben die angefangen, irgendwie ab der Hälfte vom Kalender ordentlich einen durchzuballern oder was war da genau los? Es ist doch, das funktioniert doch wirklich bei niemandem. Vielleicht bei einem wirklich kleinen Kind. Und dann ist es schon wieder ein Trick, der schwierig ist, einem kleinen Kind vorzuführen, weil es geht um einen frickin' abgetrennten Finger. Vor allem, das ist doch klar, dass der Finger da dazugehört. Oh Mann, wie soll denn das funktionieren? Hallo, ich habe da eine Box mit Körperteilen gefunden. Guck mal hier, da ist ein Finger drin. Es sieht auch nie und immer so aus. Es ist nicht mein Finger, nein. Habe ich jetzt Ihre volle Aufmerksamkeit? Der bewegt sich. Es geht in eine komische Richtung hier. Ich weiß nicht, ob ich damit weiter was zu tun haben möchte. Abgetrennte Körperteile. Da kommt Weihnachtsfeeling auf, oder? Bei so einem abgetrennten Finger in so einer gebrauchten Zigarettenschachtel, da kommt richtig Weihnachtsfeeling kommt da auf. Die Gefühle, ich fühle mich, als hätten wir jetzt schon Bescherung. Das war eigentlich Bescherung. Weihnachten ist gerettet. Wegen diesem Körperteil, dem abgetrennten Finger, den man sich da zusammenspielen soll. Oh ja, Mini. Oh ja, Mini. Krieg vielleicht irgendwas, was mich von diesem Schock hier befreit. Ich muss irgendwie meinen Blutzucker muss ich wieder hochkriegen. Das war mir wirklich zu viel. Es passiert so schnell, steht da übrigens drunter. Das will ich mal kurz noch davor zeigen. Heute ist eher so Paniktag. Weil man merkt, scheiße, Dezember ist schon wieder fast rum, Weihnachten naht. 13. Es passiert so schnell. Alles passiert so schnell. Das sieht mir nach irgendwas Pulvermäßigem aus. Oder Esspapier. Es ist ein Double Dip. Stäbchen schlecken und mit Pulver genießen. Die schaut mich aber auch wirklich so an, als wäre sonst was los. Von Swizzles. Also man kennt natürlich
Lutscher zum Reindippen. Ich kenne da vor allem diesen Fuß, diesen kleinen Fuß, den man dann da in so richtig krasses, knisterndes Brausepulver reingesteckt hat. Hier geht es jetzt eher darum, eben so einen Stick, den fetten Swizzle-Stick da reinzustecken. Guck dir mal wirklich an, wie die hier, also wie die guckt. Mit der würde ich mich nicht anlegen wollen. Der große Vorteil ist, dass man hier zwei verschiedene Geschmackssorten zur Verfügung hat beim Pulver, nämlich Orange und Kirsch. Das muss ich aufschneiden. Ich habe geschnitten. Wenn ihr dieses Video seht, dann habe ich doppelt geschnitten, weil das Video hier auch geschnitten. Was für ein Witz. Da ist der Swizzle Stick. Hat so ein bisschen so eine medizinische Note, als würde man hier gleich so einen kleinen Abstrich nehmen. Und da wird jetzt geschleckt und reingesteckt. Sehr wenig Geschmack im Swizzle Stick per se drin. Und der ist auch nicht so aufnahmefähig, wie ich mir das erhofft habe. Das Pulver an sich ist sehr süß, auch wieder nicht sehr knisternd. Ich warte noch wirklich auf so ein Brausepulver, das richtig abgeht im Mund. Okay, Kirsche habe ich durch. Und Orange schmeckt wirklich wie so eine ganz künstliche Fanta. Aber kann man machen. Es fehlt so ein bisschen der Kick. Und dieser Stick wird tatsächlich nicht so schnell weniger. Und hinterlässt nicht so ein klebriges Gefühl wie ein Lolli im Mund. Und eigentlich nur 18 Gramm. Das ist alles. Das ist nur 91,6 Gramm Zucker von 100 Gramm. Also, hallo. Konrad! Konrad, bitte kommst du mal. Wir haben mal wieder ein Elektronikproblem. Der Rest von Konrad liegt da hinten. Der akustische Lampentester aus Türchen Nummer 12. Man musste so einiges umstecken und auch so einige bekannte Vertreter wieder einstecken. Allem voran der Fototransistor. Man kann jetzt nämlich mit dem Fototransistor und dem tollen akustischen Signal und diesen beiden Lampen das Flackern von anderen Lampen messen. Solange die rote Lampe leuchtet, ist gerade nicht so viel Flackern los. Aber gerade bin ich auch nicht nah an der Lampe dran. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel hier mit dem Fototransistor an meine Beleuchtung mal rangehe, was gehört, dann fängt das an richtig abzugehen und dann leuchtet auch die grüne Lampe. Ich weiß nicht, hier kann ich das vielleicht ein bisschen besser zeigen, aber auch immer in anderen Tonarten. Türchen Nummer 13. Welches riesige Bauteil wird uns wohl hier drin erwarten? Ist es wieder ein Widerstand? Ist es ein weiterer Kondensator? Es sieht aus wie ein Kondensator, aber ist komplett schwarz ummantelt. Also ihr kennt ja inzwischen die Linsensuppe. Und hier ist es halt jetzt komplett all in black. Hat sich fein gemacht. Das ist die Abendgarderobe. Das ist ein Temperatursensor. Und in dieser Schaltung reagiert der Sensor auf die Handwärme eines Menschen. All das im nächsten Türchen. Aber bevor ich euch hier rauslasse, aus Tag Nummer 13, in die kalte, harte Welt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier gerade musicalmäßig plötzlich unterwegs war. Ich habe mich nochmal informt, was den Lakura Adventskalender angeht. Da haben wir sich Türchen geöffnet und zwei Fluids stehen noch aus. Ich würde jetzt aber mal eins mitnehmen, nämlich das hier, das Lift-Fluid, das ich kaputt gemacht habe. Das machen wir heute wieder gut. Mit den festigenden Peptiden eine kurze Beauty-Sequenz. Indem ich das Lift-Fluid hier nochmal ausprobiere. Gleiche Konsistenz wie die anderen klaren Fluids. Kaum Geruch wie die anderen klaren Fluids. Naja, vielleicht ein bisschen weniger Schneckenschleim. Aber schon auch ziemlich Schneckenschleim. Ja. Wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Da habt ihr doch gerade eingeschaltet. Für die Ampullen.